Braucht man den Apple Pencil? Das ist sicherlich eine Frage, die sich viele Leute stellen, die sich gerade ein iPad gekauft haben oder vielleicht kurz vor einem iPad-Kauf stehen. Und diese Frage, die auch ich mir gestellt habe, als ich mein iPad gekauft habe, möchte ich in diesem Video mal klären. Viel Spaß! Seit dem iPad von 2018 unterstützen ja auch die Standard-iPads und das iPad Mini den Apple Pencil und die Pro-Modelle tun das ja sowieso. Aber gerade bei den günstiger Modellen ist doch nochmal eher die Frage, ob sich das dann lohnt, den Apple Pencil noch dazu zu kaufen. Wenn man sich ein iPad für 300 Euro kauft oder noch günstiger, denn teilweise gibt es ja schon das iPad der 6. Generation unter 300 Euro, dann muss der Mehrwert des Stiftes schon echt groß sein, damit der Preis von ca. ein Drittel des iPad-Preises gerechtfertigt ist. Ich würde aber sagen, dass es definitiv ein paar Anwendungsfälle gibt, in denen sich der Stift definitiv lohnt. Erster Anwendungsfall, ihr seid Designer oder Zeichner, dann ist natürlich klar, dass ihr den Apple Pencil braucht. Zweiter Anwendungsfall, ihr seid Schüler oder Student. Und auch da bin ich der Meinung, dass sich der Apple Pencil definitiv lohnt. Natürlich kann man auch mit der Tastatur mitschreiben, aber ich bin der Meinung, dass nichts ein Stift wirklich ersetzen kann. Wenn man zum Beispiel in Mathe irgendwelche Graphen erstellen oder Skizzen zeichnen muss, dann ist man schon froh, den Apple Pencil zu besitzen. Allerdings muss man ja auch nicht unbedingt den Apple Pencil kaufen, denn es gibt ja auch noch die Alternative von Logitech, die etwas günstiger ist und dafür leider auch einige Kompromisse eingeht. Er hat nämlich keine Druckempfindlichkeit, die Akkulaufzeit ist mit 7 Stunden auch nicht so gut wie die des Apple Pencils mit 12 Stunden und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, dass die Latenz beim Logitech-Stift auch noch etwas höher ist als die beim Apple Pencil. Letztendlich muss ich aber auch einfach sagen, dass es super viel Spaß macht, mit dem Apple Pencil zu schreiben. Einfach dadurch, dass die Ähnlichkeit zu einem echten Stift so hoch ist. Das heißt, selbst wenn ihr keinen spezifischen Anwendungsfall für den Apple Pencil habt, kann es sich trotzdem lohnen, sich den Apple Pencil zu kaufen, einfach weil der Stift so viel Spaß macht. Auch wenn ich nicht sagen würde, dass man ihn dann unbedingt braucht. Wenn ihr euch einen Stift für das iPad holt, kann ich übrigens nur empfehlen, euch auch eine Paper-like Schutzfolie zu holen. Dadurch fühlt es sich fast genauso an, als würdet ihr auf einem echten Papier schreiben, was die ganze Experience nochmal auf ein anderes Level hebt. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video mal die Frage beantworten, ob man den Apple Pencil braucht. Meiner Meinung nach lohnt sich der Apple Pencil vor allem dann, wenn ihr Pro-User seid, also zum Beispiel Designer oder Zeichner, oder eben wenn ihr Schüler oder Student seid. Gerade in diesen Fällen ist der Apple Pencil meiner Meinung nach schon fast ein Must-Have, auch wenn ihr natürlich zur günstigeren Alternative von Logitech greifen könntet. In allen anderen Fällen kann man auch gut auf den Apple Pencil verzichten, es sei denn, ihr habt zu viel Geld und genießt es einfach auf dem iPad mit dem Stift herumzuschreiben. Das war's aber auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um auch die zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.